Die Tür zum Projektionsraum, welche verschwunden war, ist wieder zurück. Der Junge sagte, dass der Projektionsraum von einer starken Macht versiegelt war und nur dass Hushin das tun könnte. Aber Hushin ist vor einigen Jahren bereits gestorben. Das ist doch vollkommen egal, Kiara-chan. Wir müssen nur noch, wir sind nur noch ein Schritt davon entfernt, diesen Fluch zu lösen. Der Projektionsraum ist zur Linken, mit dem wir den Film abspielen könnten. Und der Yokai-Shop ist zur Rechten, womit wir den auch abspielen können. Das ist kein normales Filmrad. Es würde verschwinden, wenn wir es benutzen, also... Ah, ich verstehe. Wir können also nur eine der beiden Türen benutzen. Naja, da der Fluch von diesem Projektionsraum ausgeht, vielleicht können wir den Fluch erst dann wirklich verschwinden lassen, wenn wir den Projektor benutzen, um den Film abzuspielen. Aber ich habe die Erinnerung von Megumi-san. Was? Ich habe meine Erinnerung und die Erinnerung von Megumi-san wegen diesem Baku gesehen. Vielleicht kann Baku uns helfen, meine verlorenen Erinnerungen zu finden. Vollkommen egal, was du auswählst. Ich bin okay damit. Danke, Kiritani. Your game is automatically saved since this is a plot branch. Oh. To make it convenient for you to enjoy the different endings, was gibt mir? Your autosave will not be overwritten. Please save the game manually at appropriate point after this. Oh. Some of the characters in the theater have new things to say to you. Once you open the door, you will enter the final chapter and may miss out on the things they will say to you. Oh. Oh, wie cool, was? Okay, cool, alles klar. Das zweite Ende spielen wir definitiv auch noch. Ich werde mich hier nochmal speichern. Ich glaube, es hat schon gespeichert, aber ich mach's trotzdem nochmal. Wir gehen auch nicht da rein jetzt. Wir gehen wirklich erstmal runter. Oh, ist das cool. Hier ist ja nichts mehr drin, ne? Nö. Oh, oh nein. Ich habe die Yokai-Maske irgendwo verloren. Hey, du Mensch, ich bin auch hier. Hä? Was? Wie konntest du mich nur zurücklassen? Oh, sorry, das war ein Notfall. Ach, vollkommen egal. Ich verurteile dich gar nicht deswegen. Immerhin hast du mir geholfen. Hast du einen geholfen, diesen Rachegeist zur Ruhe zu bitten. Aber warum bist du hier? Ja, ich wurde beinahe von der negativen Energie des Rachegeistes verschlungen. Aber dieser Typ hier hat mich gerettet. Danke dir. Oh, warte. Stimmt, das war der Ando-san mochte, ne? Irgendeiner, genau, der hat doch irgendwie sie immer spielen gehört oder so, oder bla. Stimmt, der hat, glaube ich, von der Ando-san gesprochen. Das war... Ah! Ach, krass, okay. So fügt sich irgendwie alles. Und so, ach, so gibt alles einen Sinn. Nachdem der Rachegeist verschwunden ist, sind die Geister in die von dem vergifteten Regen auch befreit worden und Aika-san ist zu mir zurückgekommen. Ach nee, Aika-san war das, glaube ich, was hier immer gespielt hat. Stimmt. Ah, okay, hä?
Wie jetzt? Eigentlich hast du nicht Maske oder was? Nee, Joko, da kommt was. Zurückgekommen und verschwunden, nachdem sie die Performance dieses Typen hier gehört hat. Was? Okay. Er ist wirklich dankbar dafür, dass du Aikasans Seele endlich hast, keine Ahnung, frei werden lassen oder so. Ach, denk dir nichts dabei. Aikasan hat deinen Wunsch einfach gehört. Deswegen ist sie hergekommen. Du bist ein wirklich nettes Mädchen. Ich schulde dir was. Wenn irgendwer dich mal in der Zukunft ärgern sollte, dann werde ich diese Person definitiv verfluchen. So, dass sie zu Tode blutet. dafür gibt es keinen Grund. Hi. Verlässt du diesen Ort? Komm irgendwo mal wieder her, wenn du Zeit hast. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich mit diesem Typen hier zusammen einfach mal auf Reisen gehen. Und mal ein paar Leute von Aikasans Musik hören lassen. Na. Oh. Wieso können wir hier nicht rein? Ich will da rein. Manu. Hier wohnt doch eh keiner mehr. Oh, ich habe von Yuma gehört, dass Megumi-san auf eine Tour gegangen ist, um Inspirationen für ihre Werke zu sammeln. Sie war in so einer Eile, dass sie nicht mal die Zeit hatte, sich zu verabschieden. Ach, wo wir da davon sprechen. Ich bin Megumi-sans Fan. Nicht nur ich. Alle hier in diesem Theater wissen über Megumi-sans Vergangenheit Bescheid. Wir haben es vor dir geheim gehalten und gehofft, sie würde ihre Vergangenheit... Was? Ach so, wir haben es vor dir geheim gehalten und gehofft, dass sie ihre Vergangenheit komplett vergessen würde. Okay. Naja, jedenfalls, ich werde mein Bestes tun, um diesen Ort hier weiter zu managen, solange sie weg ist. Also für immer. Lass mich sagen. Ich bin sicher, du kannst dieses Theater sehr gut managen. Yume sagt, Megumi-san ist auf eine Tour gegangen. Ich frage mich, wann wir sie mal wiedersehen können. Ja. Ja. Oh, Kihara-san, ich habe gehört, du hast das Gebet gefunden. Ja, aber du wirst es wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Ja, tatsächlich. Ich habe die Worte des Skripts bereits übersetzt und ja, ich möchte es aber gerne mit dem Skript vergleichen, welches ich übersetzt habe, mit dem, was du gefunden hast. Okay. Yagumo-san, deine Übersetzung hat ein paar Sätze, die etwas anders sind als der übersetzte Text. Different from the translated text? Basically, they are quite similar. Aber im Allgemeinen sind sie sich ziemlich ähnlich. Hahaha, Mensch, ich schulde dir was. Was? I owe to you when I agreed to look for the translated script. I suddenly felt so relieved for some time and my translation speed improved dramatically. Aber dieser übersetzte Text ist so wunderschön in diesen Worten, dass ich, dass ich das eine große akademische ein Achievement betrachte. Ja, so menschliches Wissen ist so begrenzt.
Es sieht aus, als müsste ich noch härter arbeiten. Nee, unbegrenzt, sorry. Infinite, sorry. Unbegrenzt. Okay. Warte mal eine Sekunde. Dieser übersetzte Text. Er wurde gezeichnet bei Kisaku-san. Kisaku-san? Kisaku-san ist ein renovierter Experte der Folklore. Und er ist auch ein Mentor, den ich wirklich sehr respektiere. Wenn nicht für ihn, dann... Oder wenn nicht wegen ihm... Ja, dann hätte ich den Weg des Researches, so der Untersuchung der Folklore, niemals gewählt. Ich bin auf einen Fieldtrip gegangen nach Kurumori. Ja, das ist jetzt schon 3 Jahre her. Aber unglücklicherweise, wegen dieser Giftgasattacke, die in diesem Theater stattfand, ist er leider gestorben. Ich kann gar nicht glauben, dass ich tatsächlich diesen Text hier übersetzt, diesen übersetzten Text habe, versehen kann. Kihara-san, ich danke dir, dass du diese wertvolle Übersetzung gefunden hast. Vor dieser Gasattacke hat Kisaku-san sehr viele Historien von Kurumori und Shikanaki untersucht oder erforscht. Ich werde mein Bestes tun, um Kisaku-sans Level zu erreichen und seine unbeendete Arbeit oder Forschung vollenden. Ich denke, du kannst das definitiv schaffen, Yakumo-san. Ach so, nebenbei, Kihara-san. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem Gebet oder der Historie von Hoshin hast, frag mich ruhig. Ich werde es beim besten Willen beantworten. Okay. Kihara-san, was für Fragen? Ich habe ein paar Fragen. Was bedeutet denn dieses Gedicht? Dieses Skript ist 80 Jahre zurückdatiert. Während der Taisho-Periode. Das Dorf Shikanaki prosperierte gerade sehr großartig von der Kohleindustrie. Nicht viele Menschen glaubten zu dieser Zeit an Hoshin, und die Dorfbewohner von Shikanaki, ich hab's schon wieder vergessen. Verehrten die eine Gottheit namens Ego-sama. Aber die Prosperity, die währte nicht lange. Also, nachdem der Krieg ausbrach und die Menschen an die Front geschickt wurden, um zu kämpfen, baute Shikanaki immer mehr ab. Als der Zweite Weltkrieg endete und die Hälfte der Männer des Dorfes gestorben waren, die Menschen, die an Hoshin glaubten, kamen überraschenderweise zurück. Heaven's fire will rain like a thunderstorm. Cries of anguish will come like strong gusts of wind. Ist genau das, wie die Wörter den Krieg beschreiben. Hoshin-sama will manifest itself and save the living from misery. Bedeutet, dass diese Menschen oder diese Männer, die überlebt haben, dieses aufgrund dessen Getaten tun konnten, weil Hoshin sie beschützte. Zur selben Zeit, als die menschliche Kraft oder Manpower knapp wurde, having a strong man in a family means the whole family could survive. Einen starken Mann in der Familie zu haben bedeutete, dass die ganze Familie überleben würde. It goes without saying that the faith
in Hoshin expanded at an unstoppable rate in Shikanagi Village and eventually became the only faith in Shikanagi Village after replacing Eiko-sama completely. Ja, danach fing sie wieder an Hoshin zu glauben. As for the second half of the passage, it's like most of the religious prayers. It describes how the villagers pray to Hoshin to bring favorable weather and drive away poverty and disasters. Gut, der Rest ist ein normales Gebet. Das ist alles, was ich dir über dieses Gebet erzählen kann. Was haben wir denn noch? Die Historie von dem Gott, der allen Überfluss ist. Hoshin wurde früher Meister aller Kreaturen genannt. Und es war eine sehr machtvolle Gottheit, die hier Time and Space, also Ort und Zeit, manipulieren konnte. Die vier Jahreszeiten und den Wachstum aller Kreaturen. Das Wachstum. Es heißt, dass Hoshin die Reinkarnation... Was? Also als Reinkarnation als kleines Baby, als weibliches Baby, in Shikanagi auftauchte, Jahrzehnte vergangen. Also, vor Jahrzehnten. Sorry? So, dieses Mädchen zeigte eine bemerkenswerte Kraft, selbst als sie noch ein Kind war. Aber weil die Dorfbewohner von Shikanagi Eiko-sama verehrten, verachteten die meisten Menschen dieses Mädchen als böswillige Entität. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Hoshin, wieder prominenter. Dieses Mädchen wurde Jingo genannt von ihren Anhängern und was bedeutet, dass ihr Körper als, also, dass ihr Körper quasi die Gottheit in Person war. Jingo war verantwortlich für das Durchführen der Rituale und das Sprechen zur Gottheit. Sie hatte einen wirklich machtvollen Einfluss auf Shikanagi. Nachdem, was die Dokumente von Shikanagi berichten, hat Jingo 103 Jahre lang gelebt und ist vor 4 Jahren verstorben. Nachdem ist der Einfluss von Hoshin wieder gesunken und Shikanagi ist auch irreversibel oder hat irreversibel abgebaut. Okay, was haben wir denn noch? Yokai in the Theater. Nachdem die Menschen dieses Theater verlassen hatten, sind die Yokai, die in der Nähe wohnten, hierher gekommen und haben ihre Stores einfach aufgebaut. Also die haben einfach Shops aufgebaut. Aber einige Jahre vergangen ist es bereits, dass der Rachegeist sich in dem Dachboden residiert hat. Sorry. Oh, Alter. Mensch, sich einquartiert hat und die Filme einfach für sich beschlagnahmt hat. Das Theater konnte die Filme nicht mehr normal abspielen. Naja, und das Business von allen hat darunter ziemlich gelitten. Mehr oder weniger. Alles, was wir wussten, war, dass die Macht des Hoshin war. Also haben wir dieses Ritual organisiert. Wir hofften, dass Hoshin uns helfen würde, diesen Rachegeist zu exorzieren. Achso, sie wussten, dass Hoshin powerful war. Genau. Also, all ihr Yokai verehrt Hoshin? Ja, wie soll ich das denn nur sagen? Also eigentlich
Nicht jeder Yokai in diesem Theater verehrt Hoshin. Oder, naja, sollte ich sagen, es ist hart, oder es ist, ja, sehr, sehr, sorry. Es gibt überhaupt kaum Leute, die ihn verehren hier, also Yokai, die ihn hier verehren. Humans are awed by unknown powers. That's how faith in a deity develops. Okay, also der Glaube an höhere Entitäten quasi entwickelt sich sowieso erst daran, weil Menschen an unbekannte oder Angst vor unbekannten Kräften haben, irgendwie sowas. Aber die Yokai sind so ziemlich vertraut mit diesen göttlichen Kräften und aufgrund dessen, weil wir einfach sehr oft damit zu tun haben. Ach Mensch, unsere Beziehungen mit den Gottheiten sind wie Kunden mit den Händlern. Wir opfern wir bieten Opfer für Gottheiten an und sie helfen uns, böse Geister wegzusperren. Das ist alles. Oder auszutreiben. Aha. Okay. Okay. Oh, ich brauch die gar nicht. Okay. Oh. Na, was gibt bei euch? Hey, yo, wir bereiten uns auf ein Konzert vor. Um dir unsere Dankbarkeit und unsere Dankbarkeit an dich und Megumi-san auszudrücken. Und das Theater wieder aufleben zu lassen. Okay. Niemand wird diesem Konzert beiwohnen. Wann wird dieser Typ das endlich begreifen? Ja, okay. Ah, ich erinnere mich. Du bist der Mensch, der Tamakasamasaksa entführt hat. Kein Grund, um Angst zu haben. Ich werde dich nicht fangen. Was? It's great that... Es ist einfach großartig, dass ihr uns unsere Freiheit wiedergeben konntet. Ach nein, halt, nein, halt, halt. Er hat gesagt, er findet es großartig, dass die werte Lady Tamasaksan ihre Freiheit erlangen konnte. Also keine Angst. Solange ich hier bin, werden die anderen Füchse dir nichts mehr tun. In diesem Ort. Okay, toll. Aber in Dingen schon, wenn wir zurückgehen würden. Na gut. Okay. Können wir rausgehen? Ja. Dann können wir doch nochmal... Hier ist aber immer noch gruselig cool. Können wir nicht rein? Können wir nicht nach Dinges gehen? Okay, ich hab gedacht, wir können auch mal... Ach doch, warte, können wir doch. Na klar. Warte. Also, Forest Café. Gehen wir einfach nochmal hin. Huch! Was ist da für einer? Kiara-Sensei! Komm zurück, wann immer du möchtest. Ja. Ach, dieses Abenteuer war wesentlich interessanter als jeder Film, ja. Warte, geh mal weg. Warte, das ist die Katze aus dem... Das ist doch die eine Katze aus dem Zug, genau. Ah, Kiara-san, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Dodo? Your attire? Hehehe. Ich bin sein Koch. Ja. Nun, ich reise rund durch Japan und suche nach aller Art von gutem Essen, ja. Wenn meine Reisen vorüber sind, werde ich ein Restaurant eröffnen. Ich hoffe, Kihara-san, dass du vorbeikommen wirst und mich unterstützen wirst, ja. Okay. Okay.
Das ist eine limitierte Edition. Ein Souvenir, das ich gekauft habe, als Tonalino Tetero ausgestrahlt wurde. Ist echt süß, oder? In der Tat. Ich fühle mich schon etwas einsam ohne Aizawa. Aber ich habe begriffen, dass es gar nicht so schwer ist, mit Fremden zu chatten. Ich bin mir sicher, Sakurako-san, dass du das Café schon ziemlich gut managen wirst. Ach, Kihara-san, du bist wirklich so niedlich und freundlich. Ich möchte wirklich eines Tages mal mit dir was trinken. Was? Ich mach doch nur Scherze. Bitte nehm mich nicht ernst. Die schwarze Katze, die ich getroffen hatte, die schien sowas Ähnliches gesagt zu haben. Es scheint, dass du wichtige Sachen zu tun hast. Bitte komm doch gerne immer wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Aha, das ist die schwarze Katze. Wieder hoch, Mann. Wir wissen Bescheid. Hier ist ja nichts. Hier können wir nirgendwo reingehen, oder? The door is shut. No entry. Ich will was kaufen im Kombini. Ach, dann machen wir ein bisschen Hanami. Oh, Hanami. Schön. Ah. So, okay. Bisschen Hanami gemacht, alles klar. Okay. Na gut, hier ist nichts weiter. Dann kommen wir hier hoch. Ja, ne? Eigentlich schon, oder? Ach, hier hätten wir auch einmal lang laufen können. Cool. Na gut. Dann haben wir alles gesehen. Dann würde ich hier nochmal speichern. So, hier speichern wir nochmal ab und dann müssen wir auf den nächsten speichern. Ich hoffe, daran denke ich. So. Once you open this door, the curse will be removed. Open the door? Ja. Wir könnten eigentlich... Moment mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich mach nochmal... Moment. Nein, warte. Ach, shit. Ich will nochmal was machen, sorry. Ich mach nochmal an. Ich wollte nochmal in das Dorf gehen. Das machen wir nochmal kurz, ne? Das wollte ich noch machen, bevor wir in der Story weitergehen. Ja. Da, warte. Gut, also... Müssen wir mal kurz hier runter. Ich wollte noch mal kurz ins Dorf vorbeischauen. Da können wir doch jetzt hin, oder? Warte. Die ist gar nicht gar nicht. Hetman's Resident hat sich gar nicht gebildet. Ich würde halt eigentlich echt gerne noch in die Schule mal rein. Unbewohntes Haus. Nee, das ist ja hier. Oder? Da geht nicht mehr auf die Tür. Oh, du bist ja wieder hier. Mal so nebenbei. Does it feel as if you look more familiar to me? Achso, kommst du mir so vor oder kommst du mir plötzlich vertrauter vor als vorher? Du musst dich falsch erinnern. Ach ja, richtig.
wenn du wirklich mal jemanden zum Reden haben möchtest, der bei dir ist, kannst du doch einfach über die hier Wooden Bridge über die hölzerne Brücke gehen ans Ende vom Dorf. Da ist wesentlich mehr los als hier. Oh, echt? Hey, warte mal. Ich werde da nicht drauf reinfallen. Dann vergiss es halt. Ich habe tatsächlich daran gedacht, dich dahin zu bringen. Nein, muss ich sein. Ich kann da selbst hinhüpfen.